Dann kommen wir zum Einzelplan 6, Hilfsministerium der Finanzen, wird gemeinsam aufgerufen mit den Einzelplänen 17, Allgemeine Finanzverwaltung und 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Beginnt der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Marius, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 3 Einzelpläne in 6 Minuten ist eine Herausforderung. Ich will mich daher auf ein paar Punkte beschränken. Im Haushalt stehen auch gute Sachen drin. Ich gehe aber davon aus, dass die Rednerinnen und Redner von Schwarz und Grün und der Minister in der gewohnten Art und Weise über die eigenen Sachen positiv zu sprechen, sich selber loben werden. Deswegen brauche ich auf die guten Sachen, die im Haushalt einstehen, jetzt hier nicht eingehen und kann mich auf anderes konzentrieren. Fangen wir mit den Kommunen an. Die Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände zum Haushaltsentwurf hat klar gezeigt, wie es um die kommunalen Finanzen in Hessen steht. Hessens Kommunen liegen mit ihrem kameralen Finanzierungssaldo auf dem vorletzten Platz in Deutschland. Die Kollegin Faeser hat es gestern bereits erwähnt. Das ergab eine Kleine Anfrage der GRÜNEN im Bund. Der Städtetag hat in der Anhörung ausgeführt, er hätte zwar gewusst, dass es Hessens Kommunen schlecht geht, aber dass sie so schlecht liegen, sei doch selbst für Jürgen Dieter eine negative Überraschung gewesen. Die Gründe sind, dass die Kommunen bundesweit die höchste Kommunalquote in Hessen haben und die zweithöchste Sozialquote. Bei den Krankenhausinvestitionen ist Hessen Vorletzter. Die hessischen Kommunen sollen nach den Planungen der Landesregierung auch zukünftig über 80% der Krankenhausinvestitionen selbst tragen. Bei den kommunalen Schwimmbädern reichen 10 Millionen € Investitionszuschüsse des Landes nicht aus. Auch das haben wir in der Anhörung gehört. Der HSGB fordert nachvollziehbarerweise auch eine Beteiligung des Landes an den Betriebskosten, wie beispielsweise Schleswig-Holstein das gesetzlich geregelt hat. Und beim Thema Betriebskosten, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich bei der Kinderbetreuung. In vielen Kommunen das drängendste Haushaltsthema. Ohne die starke Heimat würden die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der hessischen Kommunen sogar sinken. Und da sind die gestiegenen Personalaufwendungen durch Corona und den Tarifabschluss noch gar nicht berücksichtigt. Die Ahnungslosigkeit der Landesregierung im Kita-Bereich haben wir gestern hier dokumentiert bekommen, als Frau Staatssekretärin Jans eingestehen musste, dass sie den Investitionsbedarf in den hessischen Kinderbetreuungseinrichtungen gar nicht kennt. Das war schlicht ein Offenbarungseid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben den Kommunen und deren finanzieller Ausstattung war ein weiteres Thema hier im Haushalt und im Einzelplan der Bereich Leo. Die Evaluierung steht jetzt drin, ist ja beschlossen. Im Haushalt für 2021 stehen tatsächlich 2,2 Millionen € drin. Ich sage ganz ehrlich, wir hätten diese Evaluierung nicht gebraucht. Wir waren schon immer gegen die Leo-Projekte 0, 1 und 2. Ich kann verstehen, dass die Aufgabe schwierig ist, dieser Evaluierung. Der eigentliche Grund dafür ist ja der Konflikt zwischen CDU und GRÜNEN bei den Leo-Projekten, angefangen bei den PPP-Projekten der Polizei in Darmstadt und Mülheim. Deswegen hat man sich ja dazu entschieden, nachdem die GRÜNEN umgefallen sind und gesagt haben, sie machen die beiden PPP-Projekte mit, gesagt dann, okay, dann machen wir eine Evaluierung. Das ist sicherlich schwierig, weil da darf ja nicht rauskommen, dass die Leo-Projekte von Anfang an unwirtschaftlich waren. Dann verliert ja die CDU das Gesicht. Und es darf auch nicht rauskommen, dass die Leo-Projekte absolut super waren. Dann verlieren ja die GRÜNEN das Gesicht, die ja immer dagegen geredet haben. Deswegen, dass das schwierig ist, kann ich verstehen. Trotzdem bei dieser Summe, es kann nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Steuerzahler für den Koalitionsfrieden von Schwarz und Grün über 2 Millionen € zahlen müssen für diese Evaluierung. Das geht nicht. Ich könnte noch ein paar weitere Punkte hier nennen, die kritikwürdig sind. Die Umweltlotterie genau beispielsweise, haben wir auch in der kursorischen Lesung darüber geredet. Gerade mal noch 78.000 € werden weitergeleitet in den Einzelplan 09 für Umweltprojekte. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dieses grüne Werbeprojekt ist deutlich gescheitert. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, wo wir nachgefragt haben, Strategieberatung, Kabinettsausschuss.
stehen 200.000 € drin, also Strategieberatung für die Landesregierung. In der kursorischen Lesung konnte uns aber niemand sagen, wofür das denn eigentlich ist, das Geld, was damit gemacht werden soll. Offensichtlich braucht die Landesregierung erst einmal eine Beratung, um zu wissen, was sie mit den Beratungskosten machen soll. Das ist jedenfalls etwas, worüber wir auch noch einmal dementsprechend diskutieren werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hören jetzt schon den zweiten Tag über die Größe der Krise und wie schwierig und herausfordernd alles ist. Deshalb noch zum Schluss ein paar mutmachende und optimistische Punkte. Die Steuerschätzung im November war für die Kommunen zwar schlechter im Vergleich zum Land, aber gleichzeitig fürs Land deutlich besser als die Interimssteuerschätzung im September. Zweiter Punkt, das ist ein Indikator, ein weiterer ist das gute dritte Quartal, was wir hatten. Vor allem der Export hat sich richtig dynamisch entwickelt, was für ein exportorientiertes Land wie Hessen gut ist und optimistisch stimmt. Nächster Punkt, ebenfalls positiv, war die Nachricht über die Inanspruchnahme von Bürgschaften des Landes. Auch darüber haben wir in der kursorischen Lesung geredet. Wir haben den Bürgschaftsrahmen hier im Frühjahr mit unseren Stimmen im Übrigen von 1,5 Milliarden auf 5 Milliarden erhöht. Wir haben jetzt vom Staatssekretär Dr. Worms gehört, dass diese Bürgschaften erst zu 600 Millionen € in Anspruch genommen wurden. Das kann man als positives Zeichen sehen. Man kann es auch als Zeichen dafür sehen, dass der Kapitalmarkt funktioniert und offensichtlich noch funktioniert. Aber auch das kann man, wenn man optimistisch denken will, als positives Zeichen sehen. Ein weiterer Grund für Optimismus ist meines Erachtens, dass es im nächsten Jahr Nachholeffekte geben wird. Zum Beispiel haben viele Bürgerinnen und Bürger unfreiwillige Ersparnis gehabt in diesem Jahr durch nicht geführte Urlaubsreisen. Das wird sicherlich im nächsten Jahr verkonsumiert werden. Und der letzte Punkt und nicht zuletzt bekommen mit Beginn des nächsten Jahres, da muss man auch mal darauf Wert legen und das mal erwähnen, mit Beginn des nächsten Jahres gibt es erhebliche einkommensteuerliche Entlastungen, gerade im unteren und mittleren Einkommensbereich, die SPD und Union im Bund gemeinsam beschlossen haben. So fällt etwa der Soli für 90% der Bevölkerung zum 1.1. weg und der Grundfreibetrag wird angepasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es gibt auch trotz Schwarz-Grün in Hessen Gründe für Zuversicht, was das nächste Jahr angeht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Kollege Marius Weiß. Jetzt kommt die Frau Kollegin Miriam Dahlke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich fange mal so an, wie es der Kollege Marius Weiß eben antizipiert hat. Die Einzelpläne des Hessischen Ministeriums der Finanzen, der Allgemeinen Finanzverwaltung und der staatlichen Hochbaumaßnahmen sind auch im Haushaltsjahr 2021 wieder voller Maßnahmen, die unser Land nachhaltiger, widerstandsfähiger und gerechter machen werden. Und das trotz der schwierigen Zeit, in der wir sind, in der diese Pandemie die Gesellschaft, aber auch die öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen so stark belastet, wie wir es uns vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Aber wir wollen und können trotzdem zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Nachrichten, dass zwei Impfstoffe auch in der EU kurz vor der Zulassung stehen und wir in Hessen mit unseren Impfzentren schon super auf diese logistische Meisterleistung und Mammutaufgabe vorbereitet sind, die da kommt, die geben uns doch Hoffnung, dass wir zumindest die gesundheitliche Krise nächstes Jahr überwunden haben werden. Und mit dem Haushaltsentwurf 2021 geben wir genau diese Signale für den Aufbruch nach diesem schwierigen Jahr 2020. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es sind besondere Zeiten, und das bedeutet, wir können uns nicht so verhalten, als wäre alles normal. Sondern was wir in diesen Zeiten brauchen, ist doch genau eine Strategie, die die Menschen und die Unternehmen verlässlich, flexibel durch die Krise führt. Ein perfektes Beispiel sind doch da die Impfzentren. Das konnten wir weder bei der Aufstellung des Haushalts 2020 noch beim Nachtragshaushalt wissen, welche Aufgaben da auf uns zukommen würden und wann wir sie brauchen würden. Unsere Antwort ist das Sondervermögen. Das lässt uns nicht nur flexibel und zielgerichtet wirtschaftliche Folgen abmildern, denn wer kann schon bei den aktuellen Entwicklungen genau sagen, wie lange die Einschränkungen, die ja ursprünglich nur im November gelten sollten, noch andauern werden und ob am Ende die Länder doch einen Teil der Kosten davon übernehmen werden. Das Sondervermögen gilt darüber hinaus auch für die Kommunen, gibt ihnen, also den öffentlichen Haushalten vor Ort, genau die Planungssicherheit, die sie jetzt brauchen.
Das Land und die Kommunalen Spitzenverbände saßen ja noch am Verhandlungstisch, als der Haushaltsentwurf in den Druck gegangen ist. Der Haushaltsentwurf ist also beim KFA nicht ganz aktuell. Diese Woche reden wir ja aber auch noch ausführlich über das Finanzausgleichsgesetz. Und für die dritte Haushaltslesung wird die Regierungskoalition Änderungsanträge vorbereiten, um die Ergebnisse dann auch im Haushalt zu verankern. Daher an dieser Stelle nur so viel. In der Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände hat sich gezeigt, dass hier ein echtes Kunststück und Vorzeigeprojekt gelungen ist. Mit diesem 3-Milliarden-Euro-Paket können wirklich alle zufrieden sein. Die Leistungen des KFA steigen in den Jahren 2021 bis 2024 kontinuierlich an, obwohl die Steuereinnahmen genau gegenläufig sind. Kennen Sie ein anderes Land, das seine Gemeinden, Städte und Landkreise auf dem gemeinsamen Weg durch die Pandemie in dieser Art unterstützt? Das Land trägt das Risiko, die kommunale Ebene hat stabile Planungssicherheit, und ich glaube, das ist ein wirklich guter Deal. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Einzelplan 06 unseres zentralen und ehrwürdigen Finanzministeriums finden wir auch dieses Jahr wieder 800 neue Anwärterstellen für die Steuerverwaltung. Die Kolleginnen dort haben dieses Jahr übrigens wirklich klasse Arbeit geleistet, indem sie neben ihrem Alltagsgeschäft die ganzen pandemiebedingten Entlastungen im Steuerbereich umgesetzt haben. Ich glaube, es waren über 225.000 Anträge auf Stundungen und Herabsetzungen der Vorauszahlungen. Das muss auch mal jemand bearbeiten. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir können festhalten, es ist gut und richtig, dass die hessische Finanz- und Steuerverwaltung im kommenden Jahr ihr Personal aufstocken und noch besser ausbilden können wird. Mich persönlich freuen besonders die 65 neuen Stellen für das duale Studium in der Steuerverwaltung, weil ich vor 10 Jahren selbst ein duales Studium abgeschlossen habe. Die Jugendlichen machen ja ihr Studium dann sozusagen bei uns und sind dann direkt da, müssen nicht von der Uni abgeworben werden. Das ist also ein sehr guter Weg, den Nachwuchs direkt zu sichern und bei der bekannten Demografieentwicklung für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Zentral ist auch, dass wir in der Steuerpolitik weiter gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Alle müssen ihren gerechten Anteil tragen. Das wird ja in Jahren, wo die öffentlichen Haushalte so stark belastet sind wie jetzt, extra deutlich. Wir können nicht einfach zuschauen, wenn Kriminelle meinen, ihren Beitrag nicht leisten zu müssen und Geld fürs private Vergnügen beiseite schaffen. Jeder Euro, der für mehr Betriebsprüferinnen, Steuerfahnderinnen und Spezialistinnen im Innendienst der Steuerverwaltung ausgegeben wird, der ist gut investiertes Geld. Eine neue große Aufgabe für 2021 wird es sein, die Grundsteuerreform umzusetzen. Hier stehen wir in den Startlöchern für die Umsetzung des Hessischen Wegs, bei dem ja hoffentlich noch ein paar andere Länder mitmachen werden. Und für die Grundsteuerreform sind 100 neue Stellen notwendig, und sie garantieren uns, dass wir die 1 Milliarde oder über 1 Milliarde Steuereinnahmen der Grundsteuer auch im neuen Verfahren dann verlässlich erheben werden können. An dieser Stelle noch einmal ein grundsätzliches Wort zum Stellenzuwachs. Der Stellenzuwachs der letzten Jahre beruht zum größten Teil auf Zuwächsen im Schul- und Hochschulbereich, wird er auch in Zukunft bei der Polizei und Justiz sowie auch natürlich in der Steuerverwaltung. Und jetzt frage ich, sind unsere Lehrerinnen, Professorinnen, Steuerfahnderinnen, Richterinnen, Polizistinnen in Hessen, sind das das Ausgabenproblem, das die Freien Demokraten in unserem Land, in unserem Landeshaushalt sehen? Als Grüne denken wir das nicht, sondern wir wollen eine gute Zukunft und halten den Stellenaufbau so, wie er vorgesehen ist, deswegen für notwendig und richtig, gerade auch in diesen Zeiten. Und so sicher, wie dass wir die Corona-Pandemie irgendwann überwunden haben werden, ist leider auch, dass die Klimakrise kommt, ja, dass sie sogar schon da ist. Mich schockiert besonders, dass die grüne Lunge Frankfurts, der Stadtwald meiner Heimatstadt, zu 98,9% krank oder bereits abgestorben ist. Fast 99% nach nur 3 Hitzesommern in Folge. Das ist ein Alarmsignal, dass wir in allen Bereichen, in denen wir das beeinflussen können, unsere CO2-Emissionen runterfahren und unsere Anstrengungen hochfahren müssen, die Erderhitzung zu begrenzen. Es ist also super wichtig und gut,
dass wir das Ziel der CO2-neutralen Landesverwaltung weiterverfolgen. Für mehr Photovoltaik auf den Dienststellen des Landes gibt es nächstes Jahr 6 Millionen Euro mehr. Und für die Ladesäulen für E-Autos und das 1000-Fahrradständer-Programm gibt es auch noch einmal 3,7 Millionen, also insgesamt knapp 10 Millionen Euro für eine nachhaltigere Landesverwaltung. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Haushalt 2020 hatten wir Mittel für einen Green Bond als Pilotprojekt eingestellt. Die Finanzverwaltung war verständlicherweise dieses Jahr mit ein bisschen anderen Dingen beschäftigt. Umso mehr freut es mich, dass die Mittel auch nächstes Jahr wieder eingestellt sind und wir diese Nachhaltigkeitsanleihe dann ausgeben können und auch als Land Hessen Kapital für nachhaltige Investitionen mobilisieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird deutlich, mit dem Haushalt 2021 bleiben wir stabil, denn Sparen würde alles nur noch schlimmer machen. Ja, es fehlen in den kommenden Jahren Milliardenbeträge, und die werden es auch erforderlich machen, mittelfristig zu konsolidieren. Das werden wir auch tun. Und trotzdem wird es im Haushalt jetzt keine Einschnitte geben. Sie wären absolut kontraproduktiv und jetzt das falsche Signal. Unser Ziel ist es, dass es Hessen weiter gut geht, und daran werden wir auch in 2021 weiterarbeiten. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch einmal im Namen des Landtags mich bei all denjenigen bedanken, die am Haushaltsentwurf beteiligt waren. Sie machen einen tollen Job. Bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dahlke. Das Wort hat der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten! Das Finanzministerium hat die Angewohnheit, uns mit Pressemitteilungen über vermeintliche Erfolge aller Art zu überschütten. Eine Erfolgsmeldung über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben lässt sich aber bis heute auf sich warten. Der Grund könnte sein, dass dank dem Sondervermögen bei nahezu gleichbleibenden Einnahmen gegenüber dem ursprünglich vor Corona aufgesetzten Haushalt 2020 die Ausgaben um rund 550 Millionen Euro steigen. Wahrscheinlich ist ein negativer Finanzierungssaldo von 775 Millionen Euro, der noch nicht einmal die ganze Wahrheit abbildet, auch in Augen des Ministeriums kein brauchbares Material für eine Erfolgsmeldung. Wenn nun die Einnahmen kaum größer ausfallen, dann würde man sich doch erhoffen, dass auch die Ausgaben auf gleichem Niveau bleiben. Und dies vor allem, wenn die Landesregierung den Schlüssel für eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung erklärtermaßen nicht in Einsparungen sieht. Was wir beobachten, ist ein finanzpolitischer Richtungswechsel. Zuvor hatten wir uns, wenngleich viel zu langsam, doch zumindest mit kleinen Schritten auf eine Reduzierung der Schuldenberge hinbewegt. Finanzministern wird gelegentlich unterstellt, dass sie ausufernde Ausgabenwünsche ihrer Kabinettskollegen klare Absagen erteilen. Unserem heutigen Finanzminister kann man das ganz bestimmt nicht unterstellen. Die Meldung, dass der Finanzminister seine Kabinettskollegen aufgefordert habe, Zurückhaltung zu üben, können wir angesichts der vorliegenden Informationen wohl nicht mehr erwarten. So war denn dem ersten Quartalsbericht des Sondervermögens zu entnehmen, dass von den bis zum 30. September 2020 bewilligten 2,4 Milliarden Euro nur 835 Millionen Euro ausgezahlt wurden. Anscheinend geht es nicht so schnell wie vom Finanzministerium geplant. Hat man doch vorsorglich laut Wirtschaftsplan sogar 4 Milliarden Euro aufgenommen. Folglich stellt sich erneut die Frage, ob die Größe des Sondervermögens dem eigentlichen Bedarf angemessen ist.
Auch die Novembersteuerschätzung zeigt, wie von fast allen Seiten erwartet, dass die zunächst prognostizierte Ausfälle viel zu hoch lagen. So gesehen sprechen alle vorliegenden Informationen dafür, dass man den Steuermindereinnahmen und dem tatsächlichen Mehrbedarf durchaus im Rahmen von normalen Nachtragshaushalten hätte begegnen können. Nicht wirklich geklärt ist zudem, was mit den Mitteln des Sondervermögens geschieht, dass die nicht abfließen. Wandern diese in gewohnter Manier in eine Rücklage, um den Haushalt noch in dieser Legislaturperiode auf dem Papier ohne Neuverschuldung ausgleichen zu können? Denn dann dürften wir uns wohl bereits auf weitere Erfolgsmeldungen der Presseabteilung des Finanzministeriums freuen. Bleiben wir zunächst beim Wirtschaftsplan des Sondervermögens. Bei einem Vergleich der Einnahmen und Ausgaben springt ins Auge, dass die Tilgungs- und Zinszahlungen aus dem Kernhaushalt als Einnahme verbucht werden, bei den Ausgaben die Position Tilgung jedoch fehlt. Hier wäre wirklich ein bisschen mehr Transparenz wünschenswert. Der Hinweis, dass der Wirtschaftsplan ohnehin unverbindlich ist, rundet das Ganze ab. Verbindlich scheint nur die Pflicht zur Tilgung aus dem Kernhaushalt. Der Wirtschaftsplan ist unverbindlich, die Tilgung unausweichlich. Getilgt werden müssen eines Tages beispielsweise die 541 Millionen €, die sich die Landesregierung zur Kompensation von Einnahmeausfällen als Zuweisungen aus dem Sondervermögen genehmigt. Angenehmer Nebeneffekt der Kreditaufnahme im Sondervermögen ist, dass die Landesregierung hierdurch im Kernhaushalt die Neuverschuldung unter die Grenze der zulässigen Nettokreditaufnahme von 848 Millionen € drücken kann. Um den formalen Haushaltsausgleich zu erzielen, reicht dies nicht aus. So bedient sich unser ausgabenfreudiger Finanzminister im Jahr 2021 einer globalen Minderausgabe von 250 Millionen €. Der Griff zu diesem Mittel zeigt, dass sich die grün-schwarze Koalition einfach nicht darauf verständigen kann, welche Ausgaben sie denn priorisieren will. Für uns, meine Damen und Herren, wären da beispielsweise angesichts der demografischen Entwicklung Zuführungen zur Versorgungsrücklage des Landes Hessen. Dies wird von der Landesregierung nämlich, man muss es wissen, nur durch Haushaltsverbesserungen im Vollzug gespeist. Da man auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, kann man sich deshalb dafür entschieden, hat man sich einfach dafür entschieden, alles zu finanzieren. Das ist ein Armutszeugnis für die Landesregierung. Das muss man ganz ehrlich und deutlich hier im Hause sagen. Gerade in der jetzigen Situation muss es doch aber möglich sein, den einen oder anderen Ballast abzuwerfen. Holm, Fitz, der Flughafen Kassel-Calden verschlingen jährlich Millionenbeträge. Allein im Jahr 2021 werden insgesamt 7,5 Millionen € sein. Wie kann sich eine Landesregierung, die sich dem Schutz des Klimas verschrieben hat, einen defizitären Regionalflughafen eigentlich leisten? Das ist hier mal eine Frage. Aber wie es immer so ist, wenn die AfD gegen etwas ist, bleibt den anderen nichts übrig, als dafür zu sein. Wenn wir den Regionalflughafen weiterhin ablehnen, werden die Grünen irgendwann wahrscheinlich regelmäßig von dort abfliegen. Das ist bestimmt so. Ehrlich gesagt wären meiner Fraktion Kröten, Tunnel und Fahrradwege lieber. Letzteres, die Fahrradwege, werden zwar auch nur die Hälfte des Jahres genutzt, aber dafür fallen jährlich keine Kosten an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd Faul. Das Wort hat der Abg. Michael Reul.
CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch wenn die Generaldebatte schon an anderer Stelle stattgefunden hat, so ist trotzdem zunächst allgemein festzuhalten. Der vorgelegte Haushalt ist eine ambitionierte Antwort auf die Herausforderungen in unserer Zeit, und das ganz besonders unter den pandemischen Voraussetzungen. Danke schön. Er schafft den schwierigen Spagat zwischen weiterhin kraftvollen Investitionen und Augenmaß mit Blick auf die Belastungen künftiger Generationen. Und auch der DGB hat an der derzeitigen Haushaltspolitik keine größeren Kritikpunkte und die Koalitionsfraktionen für die Errichtung des Sondervermögens sogar ausdrücklich gelobt. Und Herr Kollege Weiß, vielleicht haben wir eine verschiedene Wahrnehmung von der Anhörung. Die Anhörung ist aus meiner Sicht positiv gewesen. Es gab eine große Freude über das Kommunalpaket, über die Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs. Und für alles ist die Grundlage das Sondervermögen. Von daher glaube ich, Ihre Kritik läuft ins Leere. Und Herr Kollege Vohl, bei Ihren Äußerungen, man kann nicht alle kommentieren, aber eine, glaube ich, muss man kommentieren, weil Sie dort eine Wissenslücke noch haben. Und zwar, das Sondervermögen ist mit 12 Milliarden eine Kreditermächtigung. Und das, was nicht genutzt wird, entfällt und fällt nicht automatisch im Haushalt zu, wie Sie es eben gerade in den Raum gestellt haben. Vielleicht dies noch einmal als Erklärung, weil es eine grundsätzliche Definition ist des Sondervermögens. Es ist eine Kreditermächtigung. Was von der Kreditermächtigung nicht genutzt wird, bleibt dort und belastet nicht den gesamten Haushalt. Deshalb noch einmal als Klarstellung. Die Koalitionsfraktionen haben weiterhin die Einnahmen und Ausgaben ausgewogen im Blick. Dabei teilt sich aber die Opposition interessanterweise in zwei Lager. Manche würden gerne noch viel mehr Geld ausgeben und sich dafür enorm verschulden und die Finanzierung über eine Vermögenssteuer und den Inflationsausgleich finanzieren. Der andere Teil der Opposition, sehr richtig, andere möchten einen Sparhaushalt und am liebsten keinen neuen, aber notwendigen Stellen schaffen oder auch Einsparungen vornehmen und erklären, aber nicht, an welcher Stelle dies zu tun ist. Gleichzeitig werden allenthalben höhere Investitionen gefordert. Dass dies nicht funktionieren kann, ist, glaube ich, für jeden Betrachter absolut offensichtlich. Daher sind wir sehr gespannt auf die Anträge, die dann zur dritten Lesung auch kommen werden. Die Opposition rechnet dabei oft in Investitionsquoten. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Personal, gerade im Bereich der Lehrer, der Polizei oder der Universitäten, ist auch eine Investition, nämlich in Köpfe und in den genannten Fällen in Sicherheit und Bildung. Und dies unterstützen wir vorbehaltlos. Insgesamt bleibt aber die Debatte um die Einsparungen und die Personalkosten ja sehr spannend. Und Kollegin Schardt-Sauer, Sie werden ja dann nach mir das Wort ergreifen. Vielleicht hören wir heute an dieser Stelle ein paar Worte oder ein paar Ideen von Ihrer Seite, wie Sie die deutschen Einsparungen, die Sie ja fordern, oder auch beim Personal, wo Sie ja dort unzufrieden sind, welche Ideen Sie dort haben, was Sie uns vorlegen. Und vielleicht lassen Sie uns an Ihrem profunden Wissen dann teilhaben, sodass wir wissen, in welche Richtung Sie dort agieren wollen. Denn im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf 2021 wurde in der ersten Lesung von verpassten Chancen des Finanzministeriums in Bezug auf die Personalpolitik ein Zeichen zu setzen gesprochen. Dabei handelt es sich bei den neuen Stellen im Finanzbereich zum größten Teil um Auszubildende, die dringend benötigt werden, und um die Altersabgänge auch dort an dieser Stelle zu kompensieren. Ein wichtiger Bereich, und wir sind stolz darauf, dass wir dies in dieser Größenordnung auch im Haushalt darstellen können, und wir stehen vorbehaltlos dazu. Denn auch in diesem Jahr stellt das Land Hessen wieder 800 junge Menschen als Auszubildende bzw. Steueranwärter ein. Dafür sind 370 neue Stellen vorgesehen, und insgesamt kommen noch 65 weitere Stellen der Auszubildenden im Bereich Betriebswirtschaft und Personalmanagement hinzu. Die sind in Summe 435 neue Stellen.
Dies ist sinnvoll, dies wird benötigt, und dies wollen wir umsetzen. Es ist aber auch noch als Erklärung Unterstützung in zwei Gründen sehr wichtig. Einmal geht es um die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Steuerverwaltung, und dann geht es auch, meine Kollegin Dahlke hat es schon erwähnt, auch um die Nachwuchsgewinnung. Und dies ist ein wichtiger Aspekt, und auch dort muss man Fürsorge treffen. Außerdem ist es auch in unseren Zeiten jetzt ein sehr wichtiges Zeichen. Das Land Hessen bildet weiter aus und lässt auch in der Pandemie in diesem Bereich nicht nach. Und wir haben das Studienzentrum in Rothenburg, was hervorragend ist. Und dort bekommen die Auszubildenden und die Studenten eine sehr gute Ausbildung. Und sie haben eine Möglichkeit, sich dort weiterzubilden und auch einen weiteren Fortgang dann im beruflichen Leben damit auch zu machen. Es ist richtig, dass die Mitarbeiterzahl im Hessischen Ministerium für Finanzen steigt. Allerdings ist auch, und dies ist unbestritten, die Arbeitsbelastung und der Aufgabenzuwachs in einer unglaublichen Art und Weise gestiegen, sodass dies auf jeden Fall gewährleistet, dass wir, wenn weitere Mitarbeiter dort hinzukommen, dass die Arbeitsbelastung nicht weiter so exorbitant ansteigt. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, für die CDU-Fraktion, auch für die Grüne Fraktion, kann ich an dieser Stelle noch einmal den Dank ausdrücken, den wir gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hessischen Finanzministerium empfinden, die neben ihren Kernaufgaben noch die weiteren Aufgaben in diesem Jahr in unglaublicher Art und Weise und Geduld und in hervorragender Kompetenz abgewickelt haben. Und wir sind stolz darauf, dass wir so gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und ganz herzlichen Dank dafür für die geleistete Arbeit. Weitere Stellen. Das wurde erwähnt in der Zahl 100, sind absolut notwendig für die Umsetzung der Grundsteuerreform. Mit der Reform wird sich im nächsten Jahr der Hessische Landtag sehr intensiv beschäftigen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das Land investiert in Stellen, ja, aber vor allem in die Bereiche Sicherheit, Bildung, Justiz und der Finanzverwaltung. Alles Bereiche, die den Menschen in Hessen zugutekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Einzelplan 17 wird natürlich erfahrungsgemäß sehr viel Geld bewegt und sehr viel mehr als im Einzelplan 6. Die dortigen Zahlen sind allerdings, und das wissen wir, weil sie noch auf der Mai-Steuerschätzung beruhen, mit Vorsicht noch zu genießen. Und Kollegin Dahlke hat es schon angekündigt, wir werden zusammen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen zur dritten Lesung Änderungsanträge auf den Tisch legen, einreichen, weil wir natürlich dem Haushalt die Vereinbarung, die im Rahmen des Kommunalpaketes abgeschlossen worden sind zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium, weil wir diese natürlich dort auch abbilden wollen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Der kommunale Finanzausgleich ist das Herzstück der Vereinbarung. Denn im vorliegenden Entwurf würde der kommunale Finanzausgleich im Jahre 2021 wieder sinken. Dies konnte in sehr sage ich mal, interessanten, schwierigen Verhandlungen aber erreicht werden, dass das Kernstück, das Herzstück der Finanzierung der Kommunen vor Ort, dass dort vereinbart werden konnte, den kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren, den kommunalen Finanzausgleich zu verstetigen und den kommunalen Finanzausgleich sogar in dieser schwierigen Zeit kontinuierlich von Jahr zu Jahr anwachsen zu lassen. Dies ist ein großer Erfolg der Verhandlungen, dies ist ein großer das Entgegenkommen der beiden Partner, die dort am Tisch gesessen haben, damit man sich vereinbart in der Krise, wie man diese Dinge auch erfolgreich darstellen kann, damit die Sicherheit und die Planbarkeit für die Kommunen in der Zukunft auch gewährleistet ist. Und deshalb können wir darauf gemeinsam stolz sein, was dort erreicht worden ist. Die Stabilisierung und die Verstetigung des kommunalen Finanzausgleichs ist ein großer Erfolg für die Menschen in Hessen. Und weiterhin gehört dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wissen Sie, im Jahre 2022, und wir werden morgen auch bei der Einbringung noch des Gesetzes darüber etwas detaillierter reden können, hätten wir ja aufgrund der Spitzabrechnung einen massiven Einbruch. Insgesamt würde der kommunale Finanzausgleich im Jahre 2022 auf 5,3 Milliarden Euro abrutschen. Aber dort mit dem Verzicht der Spitzabrechnung, mit dem teilweise Ausgleich aus dem Haushalt mit 311 Millionen und der anderen Hälfte aus dem Sondervermögen, schaffen wir es auch dort, den kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren und auf eine gute Basis zu stellen. Und dies gelingt nur,
meine sehr Damen und Herren, weil wir das Sondervermögen haben und dies uns die Grundlage gibt, auch über die Mehrjährigkeit und über die Planbarkeit diese Dinge in die Wege zu leiten. Ich will die weiteren Zahlen, die Sie aus dem Haushaltsplan entnehmen können, jetzt nur noch stichwortartig anreißen. Wir tilgen weiterhin 200 Millionen Euro im nächsten Jahr erstmalig für das Sondervermögen. Insgesamt ist die Neuverschuldung auf 840 Millionen Euro festgelegt. Das ist eine Halbierung der ursprünglich vorgesehenen Neuverschuldung zum zweiten Nachtragshaushalt. Und insgesamt zeigen wir in der mittelfristigen Finanzplanung, dass es uns wichtig ist, dass wir wieder ausgeglichene Haushalte und auch die schwarze Null gemeinsam erreichen wollen. Dies ist unser Ziel, und dies ist auch unser Signal im Rahmen dieser Haushaltsberatung und der Aufstellung dieses Haushaltes für 2021. Dafür werben wir um Ihr Vertrauen, dafür werben wir um Ihre Zustimmung. Geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie dem guten Haushaltsplan zu und lassen Sie uns gemeinsam im Sinne des Personals und der Nachwuchsförderung, im Sinne der sicheren Finanzausstattung für die Städte und Gemeinden und Landkreise, auch mit der Klarheit, mit dem Wirtschaft, mit Augenmaß und dem Pfad zu einem ausgeglichenen Haushalt 2021 weiterhin in schwierigen Zeiten zusammenbleiben. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Signal geben. Dieser Haushalt ist ein Zukunftsprogramm für unser Land und die Menschen, die hier leben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Reul.